Meine Damen und Herren, ich komme ja aus einem Bundesland in Deutschland, wo wir schon 21 Mal deutscher Meister waren. Wie sich sowas anfühlt, meine Damen und Herren, wie sich sowas anfühlt, das werden andere Bundesländer in ihrem ganzen Leben niemals fühlen können. Und wenn bei uns aber mal, sage ich mal, im Sport, im Fußball Sand im Getriebe ist, was in der letzten Saison zum Beispiel auch durchaus schon vorkam, dann gibt es bei uns in Bayern einen Mann, auf den man sich immer verlassen kann, weil wir sind ja auch noch Papst. Wir sind aber sowas von Papst, sie mir, die ganze Welt ist verrückt und sagt, ja, wir knien uns vor euch nieder, Bayern. Der Papst ist ja auch deswegen hauptsächlich Papst geworden, weil er mag ja genauso gern wie die Agatha Christi. Er sitzt, lasst euch ruhig Zeit. Ja. Er sitzt jetzt auf dem heiligen Stuhl, dafür hat er aber eine Ausnahmegenehmigung gekriegt, weil das ist ja normalerweise Petersplatz. Und man weiß privat ja relativ wenig von Benedikt dem 16. Darum habe ich ihn jetzt einfach mal angerufen, weil ich mir gedacht habe, naja, okay, vielleicht erreiche ich ja den Papa mobil. Dann habe ich ihn so gefragt, was er so für Hobbys hat. Sagt er, ja, mein Gott, Hobbys. Ich spreche ja über 10 Sprachen. Sag ich, das ist ja beachtlich. Sagt er, ja, ich bin noch überrascht, Vatikan. Und in meiner Freizeit zeichne ich sehr gerne Heiligenbilder, aber für so ein Hobby, da wünsche ich mir natürlich ein bisschen mehr Zeit, sodass ich jetzt hauptsächlich am Abend mal. Sag ja, und kommt man denn so zurecht mit diesem wahnsinnigen Verkehr in der italienischen Hauptstadt? Sagt er, ja, ist kein Problem, er hat ja da so ein Navigationssystem in seinem Dienstwagen und dieses Navi, das ist genau eingestellt auf die italienische Hauptstadt. Also das ist so eine CD-ROM. Die Schweizer Garde macht ihm sehr viel Freude, es sind 10 junge Männer, die kümmern sich nur um die Belange des Papstes und wenn er zum Beispiel am Abend recht fertig ist von der Arbeit, dann lässt er sich von denen ins Bethlehem. Einmal im Jahr geht's in Urlaub, da fährt er nach Katholika im August und da hat der Vatikan für ihn so einen kleinen Beach-Abschnitt reserviert. Also das ist nur für ihn, also wie soll ich das erklären? Das ist so ein Ministrand, also so ein Ministrand. Und da liegt er dann so lange in der Sonne, bis weißer Rauch aufsteigt. Er erzählt mir im Vertrauen, dass er früher mal gejobbt hat als Briefträger, als er 16 Jahre alt war, sagt er, ich war früher Apostel. Und ich habe ihn gefragt, reicht es mit dem Geld, reicht es für einen Papst so im Monat? Sagt er, ja, also Gott sei Dank, er hat vor 5 Jahren noch bei der deutschen Bundesregierung einen Vertrag abgeschlossen, sagt er, also er kriegt die Priesterrente. Musik ist seine große Leidenschaft, sein Lieblingslied ist von den Beatles, obla di, obla da. Und er spielt nebenbei noch in einer Seniorenband, haben sie so ein Trio gegründet und da spielen sie für kleinere Anlässe im Vatikan und sie nennen sich die Sixtinische Kapelle. Und da schreibt er ja die Songs auch selber. Ne? Und er hat mir da so einen Song rübergemailt mit dem Computer und jetzt bin ich natürlich auch dadurch im Besitz der privaten E-Mail-Adresse vom Papst. Aber ich kann es Ihnen auch gerne sagen, das ist einfach urbi et orbi. Und den Song hat er selber geschrieben. Ich möchte Ihnen dieses Lied gerne vorspielen. Da geht es so um Lebenshilfetipps und so. Bei Fieber helfen Wickel auf die Waden. Bei Pannen rufe den ADAC. Duschen ist viel billiger als Baden. All dies günstiger als KDW. Sonnencreme schützt dich vor Ozon. Verhüte ruhig auch mal mit dem Kondom. Ich bin der Ratsinger, der gute Ratsinger. Ich sing dir heute einen guten Rat umsonst. Ich bin der Ratsinger, der gute Ratsinger. Nimm einen Rat, wenn du umsonst den haben kannst.